Leute, mein Name ist Wiebke Lottermoser und hiermit möchte ich mich bewerben für den Tante Hanna Schlemmerstag. Ich möchte heute etwas kochen, was regional, saisonal und eben in unseren Corona-Lockdown so ein bisschen passt. Und da ich kein Fleisch esse und auch ungern Milchprodukte, mache ich einfach mein Lieblingsessen, und zwar ist das ein Curry. Und da Curry eigentlich ja so ein bisschen exotisch ist, wandle ich das einfach ab mit regionalen Produkten. Als allererstes checke ich mir erstmal einen kleinen Mutmachertropfen ein. Und zwar ist das auch der Wein, den ich zu dem Menü empfehle, von Dr. Bassermann Jordan. Weißer Burgunder aus dem Jahr 2019. Der ist schön leicht und ja, hat so eine leicht süßliche Note. Weil das Curry recht scharf ist, passt das recht gut zusammen. Die Zutaten zum Curry bestehen aus Pilzen, Brokkoli, Möhren, roten Zwiebeln, Porree, natürlich Chili, eventuell Radicchio, das weiß ich noch nicht so ganz. Dann gibt es eine grüne Currypaste, nochmal Chili-Gewürz. Abgelöscht wird das Ganze mit Kokosmilch. Dazu mache ich ein Kartoffelbrot, da meine Schwester, mein Schwager, mit ihren leckeren Kartoffeln von Bauer Thewes auch nicht zu kurz kommen sollen. Obwohl so ein Curry traditionell mit Reis serviert wird. So, nachdem das Gemüse jetzt geputzt und geschnitten wurde, geht es jetzt ans Kochen. Und derweil backen die kleinen Kartoffelbrötchen schon im Ofen. Nachdem ich jetzt die Zwiebeln angeschmort habe, scharf angebraten habe, kommen Brokkoli und Möhren und der Porree dazu. Das wird jetzt abgelöscht mit Kokosmilch und im Anschluss wird es dann nur noch gewürzt. Und schon ist das Curry fertig. Sieht super aus. Vielen Dank für die Einladung. Gerne schön. Prost. Prost. Und guten Appetit!